Hallo meine Freunde, heute mache ich mal ein neues Video zu einem ganz anderen Thema, und zwar zu meinem neuen Hobby Geocaching. Ich habe aktuell ganz viel Spaß beim Suchen von Caches und dachte mir, nach ungefähr 70 Founds ist es nun an der Zeit, auch mal selber einen Cache zu legen. Hierzu habe ich mir bei der Cache Corner versandkostenfrei einige Sachen bestellt und die packe ich hier jetzt gerade mal aus. Jetzt sieht man gerade den schönen Stempel mit meinem Cache-Logo Domasler, das ist mein Nickname. Dann habe ich noch ganz weitere Sachen, hier so Camo, kleinen Behälter mit Schlüsselanhänger, den kann man cool verstecken. Die fand ich sehr, sehr gut. Hier, was haben wir noch drin? Dann haben wir hier so einen wasserfesten Behälter, der ist auch mega genial, unauffällig, richtig schön hochwertig gearbeitet und sollte echt wasserdicht sein. Magnetisch war er jetzt leider nicht, habe ich gesehen, aber kein Problem. Dann hier ein paar Lokstreifen, so ein 10er-Pack, dann hier zwei so Halterungen, die kann man festschrauben, wo man es halt darf. Und dann so ein Paddling ranhängen. Dann haben wir hier eine kleine Mini-Box, schon fix und fertig zum Legen mit Logbuch und magnetisch. Zum Beispiel unter einer Bank oder so macht sich das ganz gut. Fand ich auch mega genial. Und dann haben wir hier diese Plastikboxen, sind so Tupperart-Boxen. Richtig schön mit einem Seil dran, kann man irgendwo aufhängen, vier verschlüsseln. Sollen auch wasserdicht sein, laut Beschreibung. Jo, und eben den Bändel hier. Ja, da noch so ein Behälter. Dann haben wir hier fünf Paddlinge in grün mit First-to-Find-Verschluss oben, wenn man es eben richtig verschließt. Dann knackt es auch, wenn es der Erstfinder öffnet. Dann haben wir hier so ein Multitool, habe ich mir noch gegönnt. Mit 2,50 Euro war irgendwie ein Schnäppchen. Ja, mit 10 verschiedenen oder 11 verschiedenen Funktionen. Fand ich auch ganz cool, kann man mal in die Tasche mit reinpacken. Und dann hier zwei so Official Geocache-Schilder und zwei größere Logbücher, einfach mal so für diese Tupperboxen. Jo, dann haben wir hier noch ein Highlight, ein Nano. Habe ich heute erst so einen gefunden. Und die passende Schraube dazu, das finde ich richtig cool. Und nochmal fünf kleine Nanos. Dazu die passenden Logbücher. Die frimmel ich dann alle da rein. Jo, und was haben wir hier noch? Ah, das ist auch nochmal ein Highlight. So ein angeblich kleiner Cache-Behälter. Der ist aber noch ganz schön wuchtig. Schaut richtig hochwertig aus mit der Klappe. Weiß noch nicht, was ich damit mache. Jo, das war's für dieses Video und hoffentlich bis bald zum nächsten. Tschüss!